Hey Leute, hier ist wieder eure Skaldrissa zu einem neuen Part von Gravity Rush Remastered. Im letzten Part haben wir in Vendresentre diverse Missionen gemacht, haben aber auch gleichzeitig noch Juwelen gesammelt. Und jetzt machen wir genau damit weiter, denn wir haben noch zwei Herausforderungsmissionen offen. Und die erste, zu der wir gehen, ist in Vendresentre die Seilbahn. Die Seilbrücke ins Zentrum um den berühmten Uhrenturm herum ist ein Wahrzeichen der Stadt und eine geliebte Sehenswürdigkeit. Tu der Stadt etwas Gutes und gib ihr die Seilbrücke wieder. Das machen wir doch gerne. Und nebenbei sammeln wir Juwelen. Genau. Ich muss aber auch sagen, wir haben sehr viele Juwelen im letzten Part jetzt gefunden. Auch dadurch, dass wir in sehr vielen Missionen... In einer haben wir sogar es beim ersten Versuch geschafft, Gold zu bekommen. Das ist zum Beispiel für mich etwas, wo ich mir denke, yay. Weil das ist etwas, das ich für sehr schwer erachte. Gleich im First Try Gold zu bekommen, gerade wenn es um sowas geht wie ein Rennen. Gut, dann einmal hierher. Erspähe ich von hier aus noch Juwelen? Bislang nur eines. Kurz. Ah. Korrektur 5. Es sind sogar noch ein paar mehr. Yay. Hä? Aus welcher Richtung komme ich jetzt? Aus dieser hier. Dann müsste da vorne irgendwo das sein mit den Juwelen, die ich da noch gesehen hatte. Ja, hier. Hier in diesem netten Eckchen. Hier waren noch einige. Oder eher, hier sind noch einige. Es fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir die magischen 5000. Das ist ja so eine Grenze, wo ich mir denke, ja, die könnte man mal überschreiten. Ich frage mich eh, wie viele man insgesamt tragen kann. Gleichzeitig und... Oh, da muss ich hin. Das ist nämlich ein Gulli, der nach Hause führt. Ein Zeitsprung-Gulli. Und nach denen habe ich gesucht, ehrlich gesagt. So. Ach, hier ist es ja schon. Nee, Moment. Ach, Bildschirm im Vendresentre. Das ist danach. Gut, das war eigentlich der nächste Stopp unserer Reise. Kann es sein, dass ich eine Ebene zu hoch bin? Okay, dann müssen wir hier wohl irgendwo runterspringen, genau. Und hier sind auch Juwelen, Mensch. Dann kommen wir mal hierher. Die Seilbahn reparieren. Also bislang reparieren wir sehr viele Luftschiffe und Bahnen. Ich frage mich. Also die letzte Mission haben wir jetzt noch im Bildschirm. Gibt es da noch mal was anderes als reparieren hier in Vendresentre? So, Vendresentre Zeitrennen, okay. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ein Zeitrennen. Besiege so viele Nevi wie möglich, alles klar. Wo sind denn die Feinde? Da sind die Feinde. Und da ist nochmal unsere Zeit verlängert worden. Nochmal verlängert worden. Wow.
Wo ist er denn? Komm raus! Da. Hier nochmal. Da vorne auch noch. Gut, da vorne ist wieder der nächste. Gut. Nochmal 200 Punkte. Oh, da vorne sind ja richtig viele. Da mache ich meine Spezialattacke. Und das hier scheint wohl ein etwas gefährlicherer Nevi zu sein. Auf jeden Fall einer, den ich noch nicht gesehen habe. Ja, doch. Ach, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Ist das dieser eine Boss? Ich mach die Augen kaputt, dann öffnet er da unten was. Und das muss ich dann auch noch kaputt schlagen. Ich frage mich, wie viele Punkte ich für dich kriege. Oh, verflucht. Ach nee, gut, die Zeit wurde verlängert. Das ist super. Nein. Sag jetzt nicht, ich habe den Kurs verlassen und das ist jetzt deswegen vorbei. Das wäre nämlich ziemlich scheiße. So. Scheiße. Sehr gut. So. Oh, verdammt. Schade, nur 3070. Oh, Moment! Oh, wir haben schon wieder Gold gekriegt. Ich werde besser bei diesen Missionen. Oh, wir haben jetzt weit über 5000. Was wir damit alles verbessern können. Da freue ich mich schon drauf. Gut, dann machen wir jetzt nochmal hier die Videoanzeige. Ach, ich habe vergessen, den Text vorzulesen. Der Bahnhofsvorplatz im Zentrum war der perfekte Treffpunkt. Auf einem riesigen Bildschirm konnte man dort Fernsehen und sich die Zeit vertreiben. Schalte den Fernseher wieder ein und sorge so für Unterhaltung. Okay.
Super, das ist ja hier gleich um die Ecke. Da waren wir ja schon zuerst. Da können wir sogar mal ganz ruhig zu Fuß hinlaufen. So. Dann machen wir das mal wieder fertig. Und dann geht der tolle Fernseher wieder. Ja. Jetzt geht der Bildschirm wieder. Ich finde es übrigens toll. Man hat sogar an die Effekte bei dem Bildschirm gedacht. Das ist krass. So, da haben wir nochmal eine und der Ruf hat sich verbessert und wir haben die Trophäe Überflieger erhalten. Ah, wir haben die Überfliegerin als Ruf erhalten. Ist das jetzt etwa so ein ganz besonders hoher? Aufräumaktion greife. Achso. Das heißt, wir sollen den Vendre Centre putzen. So. Gut. Ich habe gar nicht gesehen, wie viele Punkte wir jetzt tatsächlich brauchen. Ich weiß nur, wir müssen hier sauber machen. Das werden wir auch tun. Keine schwere Mission, finde ich jetzt persönlich. Ich glaube, ich sollte noch ein paar Vasen mitnehmen. Vasen haben mehr Punkte gebracht. Noch was irgendwie in der näheren Umgebung? Ja, hier. Oh, schade. Okay, mehr haben wir nicht geschafft. 2650. Ist nur Bronze. Geht aber eigentlich. Doch, doch, das geht. Das ist ganz passabel. Also ich denke, mit ein bisschen besserem Stasisfeld, da hätte man noch was erreichen können. Aber so ist es doch eigentlich ganz gut. Tja, dann würde ich sagen, bringen wir die Juwelen mal zum Einsatz. Ich würde sagen, zuerst vielleicht mal alles, was unter 1000 ist, so hinbringen, dass es nur noch 1000 Juwelen braucht. Damit verbringen wir eigentlich die Juwelen ganz gut. So, wow, Shift-Geschwindigkeit ist sogar jetzt mittlerweile sogar ausgelevelt. Der Kick auch. Ach, der war gar nicht unter 1000, seht ihr mal. Oh, ups. Die Spezialangriffe hätte ich noch leveln können. Gut. Sind wir jetzt wieder blank? Ja, wir sind wieder blank. Runter auf 590 Juwelen. Aber ich wette, wenn ich hier noch im Vendre Centre
nach ein paar Juwelen suche, dann hätte ich wahrscheinlich bald wieder genug, zumindest für ein oder zwei Upgrades zusammen. Ich sag's ja hier. Hier zum Beispiel. Ah, die Frage ist jetzt bloß, was machen wir jetzt so ohne ein... Also irgendwelche zusätzliche Nebenquest-Ziele, wo wir nochmal hingehen können. Oh. Mal sehen, können wir für 600 schon wieder was aufrüsten? Ne, erst für 700. Welche wir auch schon fast wieder zusammen haben, also. Hm. Ich wette, wenn ich jetzt noch irgendwelche Missionen wieder extra mache, dann... Ja. Und, oh! Da ist wer, der mit uns reden möchte. Da ist wieder dieses wieder das Mädchen mit der Katze. Sie sieht mich seltsam an. Wenn sie mich sehen kann, kann sie vielleicht auch meinen Mann sehen. Ich weiß, du kannst mich nicht hören. Aber ich möchte dir von ihm erzählen. Er hat Gravitationsfelder erforscht und das war seine Berufung. Ich war immer so allein. Ich habe zu Hause gesessen und darauf gewartet, dass er aus dem Labor kommt. Ich habe sogar schon daran gedacht, ihn zu verlassen. Aber jetzt, wo er wirklich weg ist, vermisse ich ihn unendlich. Puh, das ist gut, sich das mal von der Seele zu reden. Ich hoffe, ich sehe dich bald mal wieder. Oh, wieder eine Reisende. Also, scheint wohl so, als wenn es zwei Hauptreisende sind. Einmal der Mann und einmal die Frau. Wir sind jetzt gerade der Frau wieder begegnet. Aber interessant zu wissen, dass sie sogar gar nicht damit einverstanden war, dass er so viel an seinen Forschungen betreibt. Und hier sind wieder Juwelen. So, da hätten wir jetzt schon wieder die 700 fürs nächste Upgrade. Mal sehen, vielleicht sehen wir hier hinten noch was. War ich hier hinten eigentlich schon öfter? Ja. Hier ist dieser zweite Ringbahnhof. Ich suche jetzt einfach nur noch random Warner Sandra ab. Bis ich wieder in die Nähe von dem Gully komme. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. So, ist hier noch irgendwas? Ich laufe hier nochmal rundherum. Ich finde solche Erkundungsrunden immer sehr schön. Gerade in so einer sehr offenen Welt wie Gravity Rush, da kann man sich das wirklich mal geben. Und ich muss echt sagen, jeder Stadtteil wird nur noch umso schöner. Ich muss allerdings zugeben, mein Lieblingsstadtteil ist bislang und bleibt wahrscheinlich auch Pleasant. Wegen der Musik und der Atmosphäre, weil ein Vergnügungsviertel, das richtig eingefangen wird, das ist etwas, was ich wirklich so wie Pleasant eingefangen wurde, noch nicht gesehen habe. Und das finde ich episch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und dann kommt noch diese wunderschöne Musik dazu. So, mal sehen, was wir hier hinten haben. Ah, hier ist was. Ein paar Juwelen. Oh. Das hätte ich vielleicht mal anders lösen können. So. Gut, wo haben wir noch Juwelen? Und nicht wundern, ich habe gerade ein komisches Geräusch gemacht. Ich weiß auch nicht, wieso ich das gerade gemacht habe.
So, ich erhole mal kurz die Gravitationsanzeige. Mal sehen, ist vielleicht unter der Stadt noch was? Besonders in Old Noir war ja sehr viel von Juwelenseite her auch unterhalb der Stadt, also auf diesen Gerüstern, auf denen die Stadt steht. Vielleicht ist es ja hier genauso. Oh, bislang. Ach doch, da vorne. Da vorne ist was. Ich frage mich, was diese komischen Säulen hier immer sollen. Und wow, wir haben schon fast wieder 1000 Juwelen. Ich finde es krass, wie tief man hier wirklich runterkommt. Und oh. Mal sehen. Ich finde es krass, dass es hier unten auch so ein Abflussrohrsystem gibt, ähnlich wie in Old Noir. In Pleasure habe ich sowas noch gar nicht gesehen. Mal sehen, wenn ich jetzt hierher fliege. Habe ich hier irgendwas nicht gesehen? Tatsächlich ist hier nichts versteckt bislang. Schade. So. Ich glaube, da ist noch ein Juwel. Ja, da ist noch eins. Sogar ein großes. Und ich glaube auch ein Areal, in dem wir noch gar nicht waren. Ja, hier ist außerdem noch ein Weg nach Hause. Ein Direktor. Nicht schlecht. Und Trophäe erhalten. Ab in den Untergrund. Was soll denn das heißen? Warum kriege ich so viele Silbertrophäen? Ha. Echt mysteriös. Ich glaube, ich gucke mal zum nächsten Part nach, was all diese Trophäen bedeuten. Vor allen Dingen, heißt das etwa, ich bin schon so weit, dass das hier mit die letzten sind? Oder weshalb kriege ich so viele? Liegt es daran, dass ich eine bestimmte Anzahl gefunden habe oder was? Ich habe keine Ahnung. Daher würde ich sagen, finde ich das bis zum nächsten Part raus. In der Zeit kann Cat sich dann noch ein kleines bisschen ausruhen. Und ich würde dann sagen, bis dann Leute. Bye bye.